der sehr einnehmende und sehr gut aussehende Karl Regensburger. Lieber Karl! Bitte nimm Platz. Nimm doch bitte Platz. Ah. Endlich mal, und ich glaube, es ist das erste Mal in der Geschichte der Show, dass ein Ritter Platz genommen hat. Du bist Ritter der Fremdenlegion. Wie, wie? Ritter der Fremdenlegion? Ehrenlegion. Ja. Fremdenlegionär? Ja. Fremdenlegionär Regensburger? Davon wusste ich nein, nicht. Nein, Ehrenlegion. Ja, Karl Regensburger, du hast quasi jeden Preis, den man Chevalier, weltweit... Offizier, du bist Chevalier. Offizier. Offizier. Du hast mich einmal, als ich schon in einer wirklich sehr verheerenden Lage war, nach Hause geführt. Ja, mich, glaube ich, mehr oder weniger rauf in den Aufzug geschoben. Und auf 3 gedrückt. Dafür danke ich dir heute noch. Ja. Aber du wohnst auf 2. Ja, zum Wohl. Bei der Nachbarin. Prost, Karl. Zum Wohl. 40 Jahre Impulstanz. Du warst, und das Interessante ist, du bist da kein Tänzer. Du hast Betriebswirtschaft studiert. Ja, ich bin wie der Herr Merzens eher so un... Ah, du hast auch Betriebswirtschaft studiert? Nein, nein, Tänzer. Tänzer. Ah, kein Tänzer. Nein, ich glaube, er meinte das mit dem Tanz. Ja, aber ich habe gelesen, wenn sozusagen... Der das Event vorbei ist und nur mal ein paar wenige Leute da sind, dann knöpfst du dir das Hemd auf Krawatte weg und dann tanzt du. Reiß es mir weg, eigentlich, ja. Aber nein, wie? Dann glaubt's. Du kommst aus Wien und hast studiert. Und wie kommt es dann, dass jemand, der Betriebswirtschaft studiert, der nicht tanzt, sowas wird wie du? Na, das war ein Studentenjob. Man hat Geld gebraucht, die haben ein Studium selbst finanziert. Und es war gerade in einem Tanzstudio, hat man jemand gesucht, der für die wirtschaftlichen Umstände da ein bisschen zuständig wird. Und so begann das Ganze. Und dann hast du gedacht, okay, das ist irgendwie gibt es einen Bedarf. Leute tanzen offensichtlich gern, vielleicht könnte man da Geld machen. Nein, ich oder bin hast dann du in gedacht, die Studios tanzen? Gegangen und war dann sehr angetan von dem, was ich gesehen habe, habe aber gleichzeitig bemerkt, dass die Unterrichtenden zu eitel sind und zu wenig können. Das hat man gespürt und so begann es. Aber war das eitel von dir, dass du das erkannt hast, den du gar nicht tanzen kannst, dass die nicht sehr gut sind? Nein, aber es war schon sehr offensichtlich, dass hier etwas über die Verhältnisse unterrichtet wurde. Und hast du dann direkt schon Ismail Ivo kennengelernt? Oder? Das hat sich durch Zufall ergeben, ja. Ismail Ivo, einer der berühmtesten und legendärsten Tänzer und Choreografen, die die Welt gesehen hat in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben hier ein Foto vorbereitet, das dich mit Ismail zeigt. Ismail hast du adoptiert, obwohl du nur ein Jahr älter bist als er. Ja. Wie geht das? Aber wieso vor allem? Na, das hat sich ergeben, wir haben ja am Anfang das Festival eher dadurch finanziert, durch die Tourneetätigkeit von Ismail Ivo, ich war sein Manager, finanziert. Und alles, was wir dort verdient haben, haben wir in das Festival reingesteckt. Nur ist es dann insgesamt immer größer und größer geworden. Und auf gut Wienerisch, das hast du nicht mehr da tanzt. Aber... Wie ist das eigentlich? Entschuldige. Ja. Die Frage ist noch nicht beantwortet, wieso du ihn wir haben dann sehr fest getourt, also das hat sich immer so abgespielt, eine Stadt abgespielt. Wir sind dann mit dem Auto, der Ismail hat meistens auf der Rückbank geschlafen, in die nächste Stadt gefahren. Und das war einmal zwischen München und Frankfurt. Ich bin Gott sei Dank nicht gefahren, sondern eine Kollegin von mir. Das war so ein alter, schwerer Mercedes, Reifenplatzer, Überschlag und das Dach... vom Mercedes war auf der Rückbank. Ismail musste aus dem Auto geschnitten werden, hatte 2 gebrochene und 2 gequetschte Wirbel und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht in Nürnberg. Die haben geglaubt, er ist ein GI, also ein amerikanischer Soldat. Und ich habe gesagt, wer sind Sie überhaupt? Und ich habe gesagt, ich bin ein Freund und sein Manager. Der Manager ist da. Und die wollten den nämlich operieren und in meine Metallplatte hinten den Rücken einsetzen, damit er wieder gehen kann. Und ich habe gesagt, das ist keine gute Idee.
der soll tanzen, nicht gehen. Und das war also wirklich eine heikle Situation, weil sie haben gesagt, also sie stellen ihn noch 48 Stunden ruhig und dann wird operiert, dass er gehen kann. Und Gott sei Dank, durch Bekannte hatte ich Kontakt zum ehemaligen Bürgermeister Graz und der hat dann gesagt, adoptieren, die einzige Chance, damit du dich da einmischen kannst gegenüber den Ärzten. Und der war ja nicht nur Bürgermeister, sondern auch Ex-Außenminister und Ex-Kulturminister oder Unterrichtsminister. Hat der zur Beste der Boldi. Ja. Der AKH-Skandal. Auch am Alkohol, gestorben, war, oder? Ja, weiß ich nicht genau. Blödeln sie allen, nicht? Und dann ja. hast du ihn deswegen adoptiert und jetzt bist du sein, dann bist das du sein Vater du gar gewesen. Nicht? Na, die Geschichte kannst du nicht. Die ist tolle Geschichte. Ja, ja, also die Mutter hat ja zustimmen müssen vom Ismail, dass das, die hat zugestimmt auch. Zähneknirschend oder? Nein, die hat eine riesige Angst um ihren Buben gehabt. Ja, ja. ja. Und trotzdem dann ist es aber musstest du seine Mutter dann heiraten? Nein. Ich ging dann ins Spital und habe gesagt, Operation Stopp. Und wir haben ihn dann mit Hubschrauber verlegt in eine Spezialklinik, wo er sozusagen auf konservativen Wege wieder zurechtgeflickt wurde. Und 5 Monate später hat er dann am Katholikentag in Rimini vor dem Papst den Wiederauftritt gehabt. Und das hat war ja so eine Jesus-Geschichte, Wiederauferstehung quasi. Ja, es war sowas, Papst, Tränen in den Augen. Welcher Papst schon. War das, Papst Benedikt? Ich glaube, Wojtyla. Wojtyla, oder? Der echte Papst. Ja, der einzige echte Papst. Ma, der richtige. Der echte. Das ist ja eine abenteuerliche Geschichte. Gibt's eigentlich, er hat mich dann gebeten, nach diesem Auftritt, ob wir das nicht jetzt rückgängig machen könnten mit der Adoption. Ich habe dem zugestimmt und so ist uns ein Britney Spears-Moment erspart geblieben. Ich weiß, dass ihr beide ein extrem freundschaftliches Verhältnis hattet. Er hat dich geliebt, du hast ihn geliebt. Es lief aber auch gut. Das heißt, ihr habt auch das Geld geliebt. Und das Festival, und das ist ja das, was ich dir immer vorwerfe als Freund, wurde immer größer, immer größer. Du wolltest, du hast... Es ist organisch gewachsen. Nein, es ist nicht organisch, es ist explodiert. Und du bist immer am Ende des Festivals kurz vor dem Herzinfarkt oder kurz nach dem Herzinfarkt in Wahrheit. Ja. Und sagst dann aber nächstes Jahr, ich mach's noch ein bisschen größer. Wie viele Leute, wie viele Performances gibt es heuer zum Beispiel? Ich glaube, Performance ist über 150 und 68 Produktionen, 200 Workshops, 120 Public Moves Workshops. Das klingt schon relativ. Wie viele Menschen nehmen an den Workshops teil? Mal 7.000 bis 8.000 Teilnehmer haben wir. Toll! Wow. Impulstanz 2023 ab 6.7. Wie sieht's mit der Auslastung nach Corona aus? Ist man zufrieden? Man hört ja, dass die Leute doch verhalten sind, was Kartenkäufe betrifft, aber das Impuls... Nein, das hat uns komischerweise Corona nicht so betroffen. Also wir hatten vielleicht auch aufgrund des Hochsommers immer das Glück. Die Festwochen hatten noch ein bisschen Schwierigkeiten, dann wurde es besser und wir wurden wirklich gestürmt. Also Gott sei Dank, das ging an uns vorüber. Das Geile ist für die Leute, die außerhalb von Wien wohnen, überall im öffentlichen Raum, Leute, die tanzen. Wir haben hier ein paar Bilder, die ich wirklich sehr schön finde. Ganz Wien tanzt. Und wer ist dafür verantwortlich? Karl Regensburger. Der Sommer wird geil. Der Sommer wird geil. Du musst jetzt den ganzen Sommer in Wien selbstverständlich anwesend sein. Ist das auch für dich Arbeit? Heißt das, dass Alkoholarbeit auf dich zukommt? Nein. Also wir versuchen das schon sehr kontrolliert. Wann kommst du ins Bett im Schnitt? Bitte? Wann kommst du ins Bett im Schnitt bei... Eher so gegen 5, 6. Gegen 5, 6? Ja, ja. Das heißt, es ist hell. Und ja, ich gehe nach Hause meistens noch kurz ins Büro, um sozusagen den nächsten Tag... Wirklich? Für mein wunderbares Team etwas zu versuchen vorzubereiten. Ja. Und das geht dann ab 8 Uhr los. Ich freue mich wahnsinnig. Am 6. Juli, glaube ich, im Museumsquartier ist die Eröffnung. 40 ja. Jahre Geburtstagsparty. Ich darf moderieren. Doris Uhlig wird auftreten mit 30 nackten Tänzerinnen und Tänzern. Ja. Ich freue mich. Ich bin der einzige Angezogene dort. Vielleicht auch nicht. Gott sei Dank. Wir wünschen dir alles Gute und wir danken für dieses Festival. Meine Damen und Herren, heute... Valerie Pachner, Michi Mertens und Karl Regensburger. Dankeschön.